Hallo Leute, bei Don't Starve, Giant of, nee Quatsch, Reign of Giants, die Herrschaft der Giganten. So, DLC-mäßig. Jetzt, ich bin ja schon wieder fast am Sterben. Nee, du sollst das kochen. Koch das mal. Oder ist das schon gekocht? Ah, die sind schon gekocht. Gut, dann werden wir uns hier jetzt mal alle reinhauen. Ah, guck mal, wie das Herz sich auflädt, ja. Hier haben wir noch Samen. Ja, sehr schön. Oh, mein Feuer ist ausgegangen. Können wir die Asche aus einsammeln? Ja. Machen wir noch ein Feuer. Dann kochen wir die Birkennüsse. Gucken, dass wir das Zeug vielleicht auch noch essen. Schon wieder Regen. Was ist denn hier los? Ist aber nicht normal, oder? Oder passiert jetzt nicht mehr allzu viel? Mal gucken, ob mit der Zeit unsere Gesundheitsanzeige wieder losgeht, hochgeht. Wir werden aber mal gucken, dass wir hier so viel wie möglich Zeug einsammeln. Noch ist unser Inventar nicht voll. Müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir die... Mein Holz ist gleich alle. So, also soweit ich mich erinnern kann, sind die hier ja nicht gefährlich, die Bäume, oder? Es wird Nacht, ich brauche Feuer. Ja, ich bin dabei. Guck mal hier. Ich hoffe, dass das nicht gleich wieder verglüht. Ja. Oh Gott, ein Feuerverbrauch vom Allerfeinsten hier. Jo, und da sind wir wieder. Na? Oh nein, die Hacke ist schon wieder alle. Die Axt. Oh, Kälte, was? Kälte, Kälte, was für Kälte? Warum ist Kälte? Ist Winter oder was? Ist hier Winter? Oh Gott, jetzt haben die das Spiel noch schwerer gemacht, als es schon ist, oder was? Naja, ist eine Herausforderung, wa? So, jetzt ist hier Winter scheinbar. Wir sind im Winter, haben wir angefangen. Das ist ja gemein. Können wir jetzt gar nichts machen, oder wie? Können jetzt hier, können wir die rösten? Ach, guck mal hier, essen wir noch die Dinger hier? Dann essen wir noch die Blume, okay. Was haben wir denn hier? Slippery Willows Feuerzeug. Haha. Könnten wir uns doch ein bisschen warm machen? Na? Frag mich, was das hier ist. 76. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist neu. Mein Holz ist gleich alle. Oh Gott, die Nacht ist ja noch lange nicht überstanden. Ich habe kein Holz mehr. Oh nein, muss ich, wenn ich anlegen will, auf rechts klicken. Hier ist bestimmt wieder kalt. Dass ich ausgerechnet im Winter gespawnt bin, ist natürlich... Oder ist jetzt generell die Nacht immer so kalt? Dass es nachts kalt ist? Oh nein, kommen die in einen Baum noch? Mach mich nicht fertig. Oh nein, meine Lebenskraft geht runter wie nichts. Da frage ich mich ehrlich gesagt, wie ich hier jemals wieder meine Lebenskraft wiederbekommen soll. Guck mal, wie weit unten die ist. So, und jetzt hat die Nacht überhaupt erst angefangen. Mann. Dann ist mal eine Nuss. Dann können wir jetzt hier gar nichts machen? Vielleicht irgendwas basteln? Was gibt's denn hier noch? Rüstung haben wir ja an, okay. Die hat uns auch bis jetzt noch nicht so viel geholfen. Eine Fackel könnte nicht schaden. Zwar, wenn wir das nächste Mal wieder wegrennen. Na gut, hier, was ist denn hier? Ein Hammer gibt es auch noch, der zerlegt Bauwerke, okay. Nicht, warum? Nein, jetzt habe ich aus Versehen da hinten hingeklickt. Nee, komm, mach mal schnell hier, mach mal. Wo ist denn jetzt mein ganzes Holz? Hier. Mach mal hier Holz rein, dass die Viecher da nicht kommen. Sie hat schon wieder Angst. Ach nee, das war sie, weil der Magen so weit unten ist, oh Gott.
Werde ich hier jemals länger als 2 Folgen überleben? Hunger habe ich eigentlich nicht. Ja, Abigail, sei nicht traurig, wir kriegen das schon hin. Bleib schönen Abend Feuer. Oh, jetzt hat sie richtig Angst. Weißt du was? Wir werden mal hier mit Feuer anzünden. Vielleicht vertreiben wir damit die Monster. So, bitte mach, dass es wieder Tag wird. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ja, okay. So wie es aussieht, brauchen wir jetzt urst viel Holz. Das wird uns so aufhalten. Na gut, wir haben noch 13 Möhren. Aber wenn wir sie dann brauchen, dann sind sie wahrscheinlich wieder verrottet. Tanzhapfen brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht. Wir können jetzt wirklich nur zusehen. Wenn ich wüsste, wie man die Lebenskraft wieder auflädt. Blumen reichen ja scheinbar nicht wirklich. Vielleicht muss ich ja nochmal in den Wiki gucken, oder? Vielleicht schreibt ja jemand was in die Kommentare. Ich glaube, das Problem hatte ich schon die ganze Zeit, seit ich angefangen habe, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich das Herz wieder nachladen kann. Oder muss ich vielleicht so... Oh, warum brennt es denn hier? Koch mal... Können wir die Möhren kochen? Nö. Asche, wozu ist denn die Asche auch gut? Weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir wirklich einfach so viel essen... Nächstes Mal, bis die Herzen wieder vollgeladen sind. Vielleicht funktioniert das ja. 14 Holz, da müssen wir eigentlich eine Nacht mit hinkommen. Wir wollen mal weiter hier Zeug einsammeln. Entweder waren wir hier noch nicht oder ist schon alles nachgewachsen. Ja, Monster, ich habe keine Angst mehr. Da ist noch eine Möhre, das ist sehr schön. So. Ja, dann lass uns vielleicht mal... Oder wir gucken mal auf der Karte, ob hier in der Nähe ein Feuer ist. Nicht wirklich. Dann sind wir hier sonst wo gelandet. Okay. Dann mache ich mir jetzt ein Feuer. Und dann probiere ich das mal. Ob das reicht, wenn ich jetzt einfach ganz viel esse. Ob ich dadurch mein Herz wieder aufgeladen bekomme. Das dauert ja. Die Zeit rennt davon. So. Okay. So, jetzt haben wir 19. Jetzt lass uns mal essen. 1, 2, 4, 5, 6. Ah, doch. Es funktioniert. Wir müssen einfach total viel essen. Ist ja so ähnlich wie bei DayZ. Jetzt mal alles wegessen hier. Die Blume essen wir auch noch. So. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Hälfte der Herzen wieder. Holz haben wir eigentlich auch genug. Ups. Jetzt die Frage, ob wir nicht einfach mal hier in der Nähe bleiben. Hier ist eigentlich genug zum Farmen. So. So, die Samen nehmen wir noch mit. Setzling nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann werden wir hier mal noch ein Holz. Wir werden mal diese Nacht jetzt hier verbringen. Nehmen wir uns hier noch schön. Siehst du, jetzt wird schon wieder Nacht. Mann. So, zu essen habe ich jetzt nicht viel. Da bleibt uns auch nichts anderes übrig, als morgen dann wieder... eine größere Runde spazieren zu gehen, um an mehr Nahrung noch anzukommen.
Ist ja jetzt auch die reine Verschwendung hier. Warum schmeißt du die denn jedes Mal weg? Du willst sie hier ins Feuer legen. Ja, so. So, wir werden mal gucken, dass wir hier weiter abbauen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis es so richtig dunkel wird. Ich glaube, da werden wir für diese Nacht hier noch... Ah, guck mal, eine Möhre. Feuerstein. Krass. Nee, da werden wir hier den Baum noch fällen, in der Hoffnung, dass er nicht böse ist. Ach Mist, schon wieder alle. Wir müssen auf jeden Fall alle Stöcker und alles Gras hier immer mitnehmen. Sonst haben wir keine Chance. Wenn wir uns keine Axt mehr bauen können, sieht es echt schlecht aus. Die können wir eigentlich noch mitnehmen, obwohl die albern ist. Ja, da haben wir jetzt gar nichts weiter. Oh, mein Feuer ist schon wieder ausgegangen. Guck mal, hier sind schön viele Bäume. Hier können wir noch ein Feuerchen bauen. Können wir auch ein großes schon bauen? Nee, wir haben noch gar keine... Wir haben noch gar keine Steine gefunden. Ein bisschen Holz haben wir noch. 12, okay. Oh, da ist noch eine Möhre, klasse. Und noch eine Blume, die werden wir dann auch essen. So, jetzt können wir noch wahrscheinlich diesen einen, oder wenn es hochkommt, zwei Bäume fällen und dann wird es richtig dunkel wieder. Hallo? Warte mal, das Feuer geht gerade aus. Da haben wir noch einen Baumstamm liegen lassen. So. Na. Guck mal hier, den hier. Den würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Und jetzt gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir noch gerade so diesen einen Baum hier zu fällen. Okay. Naja, hat ja geklappt so. Mal Holz nachlegen. Vielleicht die Tannenzapfen, die brauchen wir eh nie. Die können wir hier reinschmeißen. So. Können wir die kochen? Nee. Dann essen wir die jetzt. Angeblich erhöhen die ja die Herzleistung. So. So, ist ein bisschen feucht draußen, sagt sie. Na, das merke ich auch schon. So, essen. Die Nahrungsbeschaffung ist bestimmt kein Zuckerschlecken hier. Geschnittenes Gras haben wir ohne Ende. Die Rüstung ist noch auf 15%. Naja, immerhin. Dann wollen wir mal die Tannenzapfen noch verfeuern und jetzt nochmal richtig Holz nachlegen für die letzten Minuten der Nacht. Achso, ich wollte ja noch... Naja, okay. Vielleicht könnte man ja... Ist ja noch nichts, ist ja noch im Lichtbereich. Natürlich auch Quatsch, wenn man die Zeit, die man verliert. Jetzt habe ich zwei, jetzt kann ich wieder zwei nachlegen. Naja. Ob ich da dann Plus mache oder Minus? Naja, gut, ich mache wenigstens kein Minus, das ist das Gute bei der Sache. Sehr schön, sehr schön. Tannenzapfen, total sinnlos, will ich gar nicht haben. So. Jedenfalls jetzt noch nicht. Wenn ich natürlich meine ganze Gegend abgeholzt habe, dann werden die Tannenzapfen natürlich interessant. Genauso gut auch die Schaufel, um... Ah, so, sehr schön. So, keine Müdigkeit vorschützen. Wir werden jetzt weiter erkunden. Und weiter alles, was wir finden, hier mitnehmen. So. Was ich jetzt so gemerkt habe bei den letzten Spielen, die ich gespielt habe, man dürfte nicht zu schnell expandieren. Also bei Banished hat mir auch jemand geschrieben in die Kommentare. Das habe ich ja ewig auch Gnomoria gespielt. Man darf einfach nicht zu schnell expandieren. Und ich glaube, wenn man sich hier seinen Vorrat auffüllt, vielleicht ist das eine gute Strategie. Wenn man hier erstmal alles einsammelt, was man kriegen kann. Sonst habe ich ja immer gleich
ab da, wo ich angefangen habe, gleich am Anfang, sobald es irgendwie ging, mir eine Wissenschaftsmaschine zu bauen, ab da hatte ich dann auch die Nahrungssuche vernachlässigt, so wie jetzt gerade. Da ging es dann nur noch bergab. Deshalb werden wir jetzt, glaube ich, mal hier die Blumen mitnehmen. Da ist noch ein Holz, liegt da noch rum. So, und da müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr Nahrung finden. Damit wir unsere Gesundheit mal komplett auffüllen können. Ja, tut mir leid, ich lasse das jetzt mal hier alles liegen. Da sind noch Beeren, das ist schön. Kann ich ja später nochmal herkommen. Da ist eine Möhre, das ist auch sehr gut. Blume ist auch gut, ist jetzt nicht so das Ding, aber... So, okay, dann nehmen wir die auch noch mit. So, dann gucken wir mal weiter hier. Oh, eine Biene, okay. Mit der kennen wir uns ja schon einigermaßen aus. Guck mal, das ist ein neuer Baum. Den werden wir auch mal fällen. Bin mal gespannt, ob das wieder so ein böser Baum ist. Schon wieder meine Axt kaputt gegangen, ey. Ist echt grenzwertig mit meiner Axt hier. So, ist ja jetzt was Schönes bei rumgekommen? Nö, der sieht nur ein bisschen anders aus. Na gut, 3. Na gut, der war aber auch groß. Guck mal, hier haben wir noch eine Möhre, das ist schön. Da würden wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Kumpels. Ach, guck mal, sind das hier? Ach so, ein Pilz, okay. Ist ein guter Pilz? Nee, wieder nicht. Ah, Beeren. Ohne Ende, sehr schön. Sammeln wir natürlich alle ein. Damit wir dann, wenn es dunkel wird, ein Festmahl machen können. Und vielleicht schaffen wir so unsere Gesundheit dann. Oh, guck mal. Oh, 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 die Biene hat mich gestochen. Schnell weg. Oh nein. Und der Baum ist immer noch sauer. Jetzt so, die Biene ist jetzt wieder weg. Hier ist alles nachgewachsen. Wir sind aber auch noch auf der Suche nach Nahrung. Nicht zu nah ran an dem Baum. Der kann sich gar nicht mehr beruhigen. Das ist ja schon eine halbe Stunde her. Was soll denn das? Dieser böse Baum, der BB. Böser Baum. Oh, okay. Nicht so nah. Nicht so nah bei den Bienen. Der bewacht da die Bären oder was? Komm, lass mich in Ruhe. Hau ab, Biene. Biene, hau ab. Und nicht im Dunkeln. Nicht jetzt im Dunkeln hinter mir herfliegen. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Aha, dafür nehme ich euch. Die sind ja eigentlich weggeflogen, weil da könnte ich ja... Nein! Schnell weg hier. Oh Gott. Nein, ich dachte dir... So, jetzt sind wir schon wieder außerhalb der Reichweite. Haben aber dabei völlig vergessen, dass es gleich dunkel wird. Ach, da lagen doch noch Samen. Ach ja. So, wir machen uns jetzt wieder ein Feuerchen. So. Und dann werden wir uns gleich mal den Wanst vollhauen mit allem, was wir so gesammelt haben. So. Weißt du, dass wenigstens ein bisschen passiert? Ach, wir haben 2 Möhren. Ist ja auch nicht schlecht. So, die Blumen sollten wir jetzt vielleicht mal aufheben. Unser Blumenkranz ist schon ziemlich am Abstinken. Ach, nee, ey. Der Bienenstich hat uns wieder so in die Miesen gebracht hier, ey. Da haben wir noch 2 Möhren und das war's. Nicht fallen lassen. Kochen. Die Möhren sind aber auch relativ... Ah, da ist gar nichts passiert. Viel zu wenig zu essen. Viel zu wenig zu essen. So, diesmal werden wir jetzt aber den nicht im Dunkeln fällen, oder? Mir juckt's ja in den Fingern. Wenn ich mal davon ausgehe, dass die Kleinen nicht böse waren.
Das ist ein Böser. Das ist auch ein Böser. Oh, nicht so weit weg vom Feuer. Mann, was machst du, Ufo-Mann? Abigail. So, brauchen wir mal gleich drei hier, ey, Mann. Jetzt können wir, müssen wir warten. Können wir die Zapfen hier noch reinlegen? Damit sie weg sind. Guck mal, hier haben wir noch Holz. Du, jetzt müssen wir irgendwie die Zeit rumkriegen. Wenn wir jetzt natürlich ungeduldig sind, können wir hier den Kleinen noch ab, was natürlich wieder sehr grenzwertig ist. Okay. Bam, bam, badam, bam, bam, lam, bam, bam. Lam, bam, 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 bam. So, bis jetzt alles schick. Guck mal, das ist auch kein Böser. Den können wir auch... Ach, guck mal, hier Samen. Ah, na gut, da kochen wir die erstmal. So, sehr schön. Essen. Ja, klasse. So, jetzt fällen wir hier den noch. Sehr schön. Das war auch kein Böser. Was war das? Der ist auf einmal kleiner geworden. Der war erst größer und er war erst groß und dann ist er klein geworden. Was ist das? Nein, nein, den nicht. Ein Holzschild. Vielleicht ist er auch so, dass sie alle miteinander verbunden sind oder so. So wird er gleich wieder Tag. So, meine lieben Freunde, das war's wieder. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge Don't Starve. Und übermorgen kommt ja dann Banished. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt und so weiter. Ah ja, stimmt, DayZ soll ja auch nochmal kommen. Na, mal gucken. Vielleicht kaufe ich mir auch ein schönes Spiel, was ich euch noch vorführen kann dann zu den Osterfeiertagen. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, euer Ufo-Mann.